Morgen, Leute. Ihr seht, ich bin am Bahnhof. Ich hoffe, man sieht das. Hier sind Gedenkstafeln, wenn ihr die seht. Na, auf jeden Fall ist heute ein Samstag und bei mir ist morgen. Bei euch vielleicht nicht. Die Sonne blendet euch wahrscheinlich so besser. Und es gibt heute ein spontanes quasi Booktuber-Treffen in Dortmund. Und da fahre ich auch hin. Juhu! Ich habe noch gerade ein kleines Problem gekriegt, weil mein Straßenbahn gerade zu spät gekommen ist. Und dann hat mich Jessie noch angeschrieben, dass der Zug ausfällt, den wir eigentlich nehmen wollten. Und jetzt verzögert sich so alles. Ich könnte eigentlich in ein paar Minuten schon, glaube ich, fahren. Weil bei uns kommt, glaube ich, gleich ein Zug. Aber ich wollte ja mit Jessie fahren und die kriegt erst einen späteren Zug. Und deswegen muss ich noch ein bisschen warten hier. Ich werde, glaube ich, ein bisschen lesen. Tolles Buch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Gleich im Zug mit mir und Jessie fährt die liebe Sarah von Sarah Bow. Und die kenne ich noch gar nicht. Ich bin gespannt, wie wir uns verstehen werden. Ich hoffe, wir werden uns verstehen. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich bin immer aufgeregt, wenn ich neue Leute kennenlerne. Gott, sieht ihr, ich rede schon viel zu schnell. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Tag spaßig wird und dass ihr in diesem Video viel Schönes zu sehen bekommt. Und ja. Ach, mehr habe ich nicht zu sagen. Oh, die Sonne kann mir echt ins Gesicht. Ich muss mir jetzt ein Plätzchen suchen zum Lesen. So, wir haben endlich einen Zug gekriegt. Juhu! Party! Ja, und jetzt müssen wir eine Stunde fahren und dann sind wir da. Ein bisschen zu spät mal wieder. Wir waren letztes Mal auch zu spät. Aber es macht nichts. Und wir müssen uns auch erst noch mit jemandem treffen. Ich habe jemandem versprochen, dass wir sie mitnehmen. Ah, okay. Kein Problem. Genau. Und jetzt zeige ich euch noch jemanden, den ich gerade erst getroffen habe. Ich habe kein Netz. Hallo. Das ist nur Sarah. Ich habe kein Netz und kein Internet. Das klingt irgendwie falsch. Aufnahme, Polo. Und gut, lalala. Wir haben mittlerweile Malle gefunden. Hi. Und jetzt sitzen wir auch endlich im Vierer. Obwohl wir jetzt schon angekommen sind. Da. Sieht man Dortmund? Ich will auch filmen. Und ich muss aufs Klo. Und das ist ohne, wir müssen gleich ein Klo finden. Am Bahnhof gibt es, glaube ich. Ja. Ich bin nur ein Handy. Schöne Hülle, ne? Ja, mag ich. Sarah filmt das. Hat mal ausgesucht. Was? Die Hülle. Ja. So, wir sind in Dortmund angekommen. Wir sind jetzt nicht mehr zu zweit, sondern zu viert. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Hochfeier. Schau vorbei, ist in der Infobox verlinkt. Und dann schwenke ich einmal. Hi. Dein Buchkanal ist auch unverlinkt. Schoki. Ja. Schoki Girl 1989. Und verlinkt. Und ihr Kanal ist nicht unten verlinkt. Oh. Sie mag mich nicht. Guckt einfach nicht vorbei, verpasst gar nichts. Nein, mach das nicht. Es gibt nichts zu sehen. Ja, jetzt steigen wir aus und alle anderen sind schon da und wir kommen wieder zu spät, weil natürlich unser Zug ja nicht kam. Und ja, ich war noch nicht in Dortmund. Das haben sie jetzt alle 10.000 Mal gehört. Ja, der Zug kam übrigens nicht. Ach, hab ich schon erwähnt, dass der Zug nicht kam? Ja, ich weiß, dass der Zug nicht kam. Aber geil! Ich glaube nicht. Und danach die anderen, die ist, glaube ich, schon bei der Meierschule, habe ich zumindest gehört.
Und das hier vloggt was? Warte, ich vlogge jetzt auch. Ich glaube, wir müssen irgendwo am Hauptbahnhof müssen wir sein. Am Busbahnhof oder so. Ich weiß nicht, ich folge einfach den anderen. Und Colleen Caro gerade ihr Geschenk gegeben, weil sie am Donnerstag Geburtstag hat. Also am 20. August. Oh mein Gott! Ja. Jetzt suchen wir mal die anderen. Ich hoffe, wir finden sie bald. Oh, ich muss wegzoomen. Wir haben die anderen. Ich schwitze und die sind angezogen, als wäre der große Winter-Orkansturm. Es wackelt ein bisschen, weil ich jetzt so sehr angezoomt habe. Ich zoome mal wieder zurück. Wir gehen jetzt nochmal hin zu den... Jetzt flitzen wir! Jessie, ganz Katja. Ist ja nichts Neues. Das ist ja schon Tradition. Ja, denn heute findet unser Treffen in Dortmund statt. Ich habe noch niemanden eingeleitet. Nein. Unsere kleine Gruppe wird immer größer. Wir sind jetzt gleich bei der Majorchen. Wir haben alle Spaß schon. Und da hinten ist die Majorchen. Meine Haare sitzen heute gar nicht. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die heimlichen Hasen echt. Oh, wie süß. Da ist die Maya schon. Wir sind ja mal gespannt, wie alles da sind, wie viele es sind. Da sollen sie sein. Ah, da sehe ich. Ich sehe sie auch schon. Ich renne fast die Malle. Ich finde überschaubar, aber ist doch ganz gut. Kann man sich besser mit allen unterhalten. Ist die Maya schon? Schön, sie. Hi. Ja, natürlich. Das ist unser kleines Gruppchen. Und die Laura und die Amelie haben es gerade schon gesagt. Diese kleine Gruppe hier, die hier getroffen hat, war kleiner als unsere Gruppe, die kam. Kann ich nur zustimmen. Ja, ist so, ne? Ist so. Da sind sie alle und knuddeln mit Knutchen drauf am Herzen sich. Und Laura, du bist die Kamera. Sarah, filme! Du willst doch filmen! Ja, film die mir an! Stürmen jetzt die Meierschlucht. Noch ein paar. Aber ansonsten sind die weißen Hufwochen schon vorbei. Und wir dürfen hier drin filmen, zum Glück. Denn das machen die alle. Fast alle. Aber staunt sich jedes Mal. Ich stehe noch im Weg, oder? Ja, ich glaube. Ja. Wir sind, obwohl wir so eine überschaubare Gruppe sind, sind wir doch so einige und dann staut sich das immer so. Und dann kommt keiner vorbei. Aber es macht Spaß. Oh, da, Banana! Wir gehen straight nach oben anscheinend. Ich folge mal den anderen. Das ist heute wieder warm. Besser als Regen. Die 100, weil ich es zu Hause schon hab. Das ist auch immer da. Nee, das ist gemeint, ist gut. Jetzt schon gelesen. Jetzt aber die Serie ist besser.
der Mayoschen. Und viele haben schon was in der Hand, schon kaufen was. Kathi will unbedingt ins Internet. Du willst unbedingt ins Internet? Ja, ich finde total Kamera geil. Und Christelle verteilt Lesezeichen gerade von ihrem Buch. Zeige ich euch zu Hause. Ich habe auch welche abgestaubt. Und ich überlege gerade, ob ich was kaufen soll oder nicht. Ich wollte eigentlich diese Impress-Taschenbücher für 5 Euro. Aber ich habe keine gefunden hier. Mal gucken. Ich habe es mal weggegeben. Das vom Zaubersand. Der zaubert. Guck mal, der glitzert sogar. Wie teuer ist er? Kann man kneten. 16 Euro. Und da hinten ist die Minions-Abteilung. Von Entdecker. Los. Ich freue mich heute Abend an. Guck mal, das sind die Stone. Ja, den hat ich eben. Warum gibt es so coole Sachen? Ne? Ich habe die Macht über den Sand. Ich habe die Macht über den Sand. Jetzt will ich aber auch Macht haben. Oh, ist das gut. Das fühlt sich ja sehr seltsam an. Ich hab dein Video dann gesehen, wo du das Gesicht formen damit. Und dann zerdatscht er das und dann tut er das Gesicht wieder so schön formen. Ey, ich hab mir was Lebensverändert, dass du dich knurrt. Oh mein Gott! Ist dir das gut, Level 2? Zerreißbar, splitterbar. Goldene Knete? Die ist, wie ist die? Zerreiß. Intelligente Knete. Intelligent. Das ist ja eine Puppe. Goldene Puppe. Krieg's nicht auf. Hey, du kannst es so in die Nase ziehen. Der Puppe vom Reichenmännchen. So richtig schön Faden. Ja. Dafür haben Reichenmännchen. Jetzt schlaufe ich in München und dann kann ich schlafen. Ach, ich hab ein bisschen Gold drauf. Oh, ja, das ist voll. Jetzt will das ich hab ein bisschen Stimmung. Wer will das denn jetzt? Fast keiner rein. Man sieht es fast nicht. Nein, sieht genauso aus wie vorher. Nur anders. Genau. Also nehmen kannst, wenn du aufs Klo gehst, groß, dann riecht das an. Wenn du überlegst, soll ich es mitnehmen, was als Geld? Ja. Da kannst du einfach die Haustür kommen. Was fällt an, wenn jemand duftet? Was riecht denn hier so lecker? Wir sitzen hier wie die Hühner auf der Stange in der Mayerschen in so einem Café. Ich habe mir einen Himbeersmoothie geholt. Richtig lecker. Die Sarah lässt sich hier gut gehen. Scheint lecker gewesen zu sein. Und die Caro hatte Geburtstag. Die packt jetzt unsere Geschenke aus. Das muss ich unbedingt filmen. Ja, extra von uns. Dieses Produkt haben wir in Zusammenarbeit mit Blogger hergestellt. Das riecht, da steht es. Das steht da. Jetzt habt ihr ein Follow Me Round und Unpacking in einem. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber gut. Dresdner Essenz. Sinnlichkeit und Erotik. Ach, Exotik. Exotik. Und ich lese Erotik. Exotik ist das. Das riecht aber gut. Aber ich meine, gut ist ja auch gut. Der kommt übrigens gerade frisch importiert aus Amerika. Oh, ja. Yeah. Oh, genau. Genau, dein Geschmack. Geschmack?
Der ist schön. Ein Nagellack haben wir uns lange beraten und lange eine Farbe ausgesucht, aber die hat uns beiden gefallen. Ich bin mal gespannt. Ja, den Schuh. Himbeerminze, richtig. Ja. Danke. Agathe sammelt das Papier. Sie will es nachher nochmal benutzen. Das könnte ein Buch sein. Ja. Ich hab die Karte. Wir haben die Karte so ewig ausgesucht, die ist uns vergessen. Machen wir das noch? Oh. Ja, können wir richtig schön. Könnt ihr ja stoppen und lesen, wenn ihr wollt. Und das ist noch Malus Geschenk. Go away, go. This is my most beautiful. Wir sind jetzt aus der Meier schon raus. Irgendwie haben wir keine Ahnung, wo wir gehen. Aber ich folge mal der Masse und irgendwo werden wir schon ankommen. Jesse! Macht auf jeden Fall Spaß. Ich dachte, da wollten wir zuletzt hin. Ja, ich weiß auch nicht genau. Einfach mal den zuletzt gehört, aber irgendwie einfach mal den magisch angezogen. Das glaube ich gerne. Wir sind jetzt hier in der Tiergalerie und da ist mir aufgefallen, dass ich ja vloggen könnte. Das esse ich. Pommes mit Currywurst, das ist irre laut hier. Und die anderen essen schon. Da hinten sind welche. Hier kommt gleich noch jemand. Der wird essen. Man hat nichts gesehen. Die haben leckeres Sachen. Du sitzt auch so alleine, ne? Wir sind alle total satt und träge. Aber trotzdem. Aber trotzdem gehen wir jetzt in den Thalia, der direkt da unten ist. Sieht man den? Ich glaube nicht. Doch, da jetzt. Und da müssen wir nur diese Goldtreppe runter. Und doch, ich hatte nicht wirklich was. Nee. Wir machen Ich war schon bei Talia. Ja, sie hat gebratene Nudeln gekauft. Bei Talia. Das ist eine neue Masche, die wollen noch mehr Kunden anlocken. Ja. Du hast gefunden, Natural Born Chillaxe. Das ist wirklich perfekt für uns. Ja. Und das habe ich gesehen, das würde ich jetzt unbedingt lesen, nachdem ich die Webserie auf YouTube total durchgesuchtet habe. Das ist ja die Neuauflage, Neumache von Stolz und Vorurteil. Spielt in der heutigen Zeit, ich will das unbedingt lesen. Richtig süß. Ja, mit Bäulchen. Das würde ich auch ganz süß. Bäume reisen nachts. Auch richtig schön. Es ist kalt hier. Wir haben uns alle verteilt, jeder in seiner Ecke. Ja, wo
regt sich gerade auf, weil die Bücher von Anna McPartlin, ja, ich glaube, so spricht sie aus, unterschiedlich groß sind. Ich habe keine Ahnung, wie man auf diesen Trichter kommt. Aber die machen die einfach mal unterschiedlich groß. Das ist doch bescheuert. Wieso? Verstehen wir nicht. Nein, auf keinen Fall. Ein Grund daran. Zumindest passen die so größenmäßig ein bisschen zusammen. Keine Ahnung, wieso. Buch kaufen, zeig mal. 50 Shades vom Huhn. Ist doch auch mal was. Mit SM. Ah, von der Autorin. Ja, das ist so. Oh, Dame Hühnchen. Das müssen wir jetzt alle uns kaufen. Dann kochen wir gleichzeitig dasselbe Gericht. Oh, wie erotisch. Sexy. Mittlerweile haben wir schon, glaube ich, fast alle was in der Hand. Da, Sarah hat welche. Und ich glaube, Christel kauft den ganzen Laden hier. Auf jeden Fall hat Michi jede Menge Bücher auf der Hand. Das lädt ihm gerade alles auf. Und ich dachte mir, ich ziehe meine Belohnung so ein bisschen vor und kaufe mir schon mal dieses Buch, um mich zu motivieren. Verliebt dich in einen Sachsen. 5 Euro für ein Taschenbuch ist ziemlich gut. Und ich wollte sie ja sowieso kaufen. Ich wollte sie ja sowieso kaufen für als Belohnung. Für mein Art Buchkaufverbot. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es in der Infobox. Als Belohnung, dass sie ihr Buchkaufverbot jetzt bricht. So ungefähr. Ich habe es da erklärt. Guckt euch einfach das Video an. Auf jeden Fall nehme ich das Buch mit. Hi. Bücher-Outlet. Wir wussten echt nicht, dass es sowas hier gibt. Aber wir hoffen, dass wir nicht allzu viel Geld ausgeben. Mal gucken, was es für ein günstig Mängelexemplar gibt. Mal gucken. Ich habe hier schon ein Buch gekauft. Ich hoffe nicht, dass ich noch sehr viel mehr Geld ausgebe. Aber gucken kann ja nicht schaden. Jetzt hier eine Jugendbuchabteilung. So viele Bücher. Ich bin total überfordert. Laura weiß nicht, was sie nehmen soll. Ja. Ich habe schon das ein oder andere ganz interessante gesehen, aber für mich sind die alle noch ein bisschen teuer. Also das ist 10 Euro, 9,8, so ein Liberty 9 zum Beispiel fand ich ganz interessant. Das heißt, für 10 Euro. So gern will ich es dann doch nicht haben. Oder zum Beispiel da kostet die das. Aber da sind die ja falsch schwer zu kriegen, die Bücher. Deswegen lasse ich es einfach mal stehen. Ich habe hier auch nur so eine Art Kaufverbot. Deswegen lassen wir das. Ich habe ja ganz schon eins gekauft. Warum bist du nicht der Achte? Ja, prügel ihn mal. Das wird jetzt zum Achten. Ich bin der Sechste. Ich bleibe eine 8 drauf. Sechste habe ich schon. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Ich habe mir gerade das einzige Eis gekauft, weil ich auf dem im Eiscafé auf dem Klo war und da kostet es halt 50 Cent für Nicht-Kunden. Und da dachte ich mir, 1 Euro für ein Eis oder 50 Cent nur fürs Klo. Also habe ich mir Eis gekauft. Auf jeden Fall gehen wir jetzt, glaube ich, leider nach Hause. Mein Bahn hat, glaube ich, 8 Minuten Verspätung, also mein Zug. Juhu. Ja, was soll's. Hauptsache, ich komme heute noch irgendwie nach Hause. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich mehr zu erzählen habe. Ich habe gerade mein Buch unterschreiben lassen von allen. Beziehungsweise, ich glaube noch nicht alle. Amalie und Laura und so haben noch nicht unterschrieben, die waren nicht da. Ich muss die gleich mal anhauen. Und ansonsten muss ich leider gleich Tschüss sagen. Ciao. Große Verabschieden geht los. Bis bald. Wir sehen uns ja sicher. Ja. Tschüss. Tschüss, Mann. Nochmal. Hast du auch einen Platz? Dann schick mir den mal, dann verlinke ich den. Dann schaut ihr alle oben, wenn ihr vorbei seid. Und tschüss, Karten. Wir fahren noch mit Bahn. Tschüss. Aber was ist das? Das ist ein Problem jetzt mehr. Der schöne Tag ist leider schon vorbei. Mein Akku ist schon fast leer. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Hab mich irgendwas erwischt. Ja, es ist ein bisschen schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Es ist
18 Uhr ist eigentlich schon spät genug. Braucht jetzt noch ein bisschen mit dem Zug. Ich habe überall Verspätung, muss ich noch umsteigen. Auch wieder Verspätung. Naja, egal. Ich fahre jetzt nach Hause, ruhe mich ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Follow Me Around. Alle Kanäle sind natürlich in der Infobox verlinkt, auch die Blogs und so weiter. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das Follow Me Around euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich, hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bye, Leute.